Quando no agora estás, puxei, estás, dites, mas estás. Mas vens no outro, vai a mesa. Onde se tuas telhas grijamis. Viego e caute com a noja. Die Ecke schnäß in nässe Brühe. Guru Celu Labakita. Es gura Plätze, ich schlieb dies. Ju ist ne gribu, ne gribu, nur schalot, kalein stau, as geht. Und es ne gribu, ne gribu, put welt, ich karte wie, wie. Tas klusums ir tik maldinošs un es pamostos ierēs, jau atkal rīs. Mazliet nogurista. Tu pusei stāstīts man stāsts. Es viens no otra vaira misā. Un citos ceļos griežāmies. Jo es negribu, negribu nožālot, ka laiks tās grib. Un es negribu, negribu būt vēl tik ar tevi. Tas klusums ir tik maldinošs, un es pamostos ierēs, jau atkal rīs. Rītu es vieglāk noticēju, svešās kurpēs pasēdēju. Aizmirst, ka tur viss varas tikai uz vienu pusi. Un tiešan kā atzisusi. Sehr geehrte, liebe Festversammlung, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank erstmal für diese wunderbare Einstimmung, musikalische Einstimmung. Sehr berührend. Ich möchte natürlich ganz besonders zu dieser Antrittsvorlesung unsere beiden Professorinnen, Universitätsprofessorin Dr. Levke Haders und Universitätsprofessorin Dr. Gundula Ludwig herzlichst begrüßen. Auch natürlich die Angehörigen, Familien, Freunde, Kolleginnen und Kollegen, die hier zu diesen beiden Antrittsvorlesungen gekommen sind. Vielen Dank für dieses zahlreiche Erscheinen. Beide Antrittsvorlesungen finden im Rahmen der Woche der Vielfalt statt. Das haben Sie sicherlich auch schon mitbekommen. Wir haben schon einige sehr schöne Veranstaltungen gehabt. Das geht die ganze Woche. Und mit der sozusagen die Universität Innsbruck eine Woche lang einen besonderen Schwerpunkt auf das Thema Diversität legt. Diversität ist ja eine Querschnittsmaterie, eine unter vielen, die wir jetzt ganz besonders auch partizipativ herausgearbeitet haben. Und ein Thema ist natürlich auch die Bewusstseinsbildung und das trägt dazu bei. In dieser Woche der Vielfalt beleuchten Wissenschaftlerinnen in ihren Lehrgangsveranstaltungen die Vielfalt der Ideen, Theorien und Arbeitsweisen im jeweiligen Fach. Und darüber hinaus sind alle Interessierten zu Lesungen, Diskussionen, Filmen eingeladen, heute Abend zum Beispiel auch im Leo-Kino, ein wunderbarer Film. Die Vielfalt unserer Universität soll so sichtbar werden und erlebbar, erfahrbar werden. Und der Höhepunkt ist das Fest der Vielfalt am Samstag ab 11 Uhr rund um das Volkskundemuseum und auch die Theologische Fakultät. Und wir würden uns wirklich sehr, sehr freuen, wenn Sie auch hier alle teilnehmen würden und das eben mit uns erleben. Für Diversität stehen auch die beiden Professorinnen
die heute ihre Antrittsvorlesung halten und als Leiterin und stellvertretende Leiterin des Center für interdisziplinäre Geschlechterforschung Innsbruck, das CGI, vertreten Gunula Ludwig und Levke Haders einen sehr wichtigen Forschungsbereich an unserer Universität, nämlich die Gender Studies. Bereits seit über 20 Jahren werden Fragen der Geschlechter- und Diversitätsforschung in Innsbruck behandelt. Die Gründung des CGI Innsbruck im Jahr 2019 war ein sehr wichtiger weiterer Schritt, um diesen Forschungsbereich zu institutionalisieren und auszubauen und sichtbar zu machen. Das CGI steht ganz im Zeichen des Leitbilds unserer Universität, in dem sie sich klar zu Vielfalt und Offenheit bekennt. Ziel des CGI ist die Integration aller im Bereich der Gender Studies sowie Frauen- und Geschlechterforschung arbeitenden Wissenschaftlerinnen und interessierten Mitarbeiterinnen der Universität Innsbruck. Auch für die Third Mission, und das ist, denke ich, auch ein wichtiger Bereich, den Sie anspielen werden, spielt das CGI eine wichtige Rolle, um die Themen Diversität, Gender und Gleichstellung über die Grenzen der Universität hinaus sichtbar zu machen. Daher freut es mich und natürlich auch im Namen unseres Rektors ganz besonders, dass die Antrittsvorlesungen von Ihnen beiden in dieser Woche der Vielfalt auch stattfinden können. Und ich wünsche Ihnen ganz persönlich sehr viel Erfolg bei Ihrer Tätigkeit. Sie sind ja schon eine ganze Weile da. Eigentlich sind Antrittsvorlesungen ein bisschen früher, aber insofern haben Sie schon, glaube ich, sind Sie schon sehr, sehr gut beide angekommen. Wir freuen uns sehr und ich würde jetzt die Vizerektorin Ulrike Tanzer bitten, dann die Frau Gunula Ludwig vorzustellen und freue mich sehr auf Ihre beiden Vorträge. Alles Gute für Sie und einen schönen Start. Sehr geehrte Festversammlung, liebe Gunula. Es ist eine große Freude, heute hier zu sein. Es ist ein wunderbarer Moment, zwei Kolleginnen am CGI Ihnen zu präsentieren. Ich mache das sehr gerne, gemeinsam mit dem Dekan der Philosophisch-Historischen Fakultät, Dirk Rupno. Ja, die Zusammenarbeit ist vielversprechend, wie schon meine Kollegin Vizerektorin Buchheim gesagt hat, es sind schon viele Aktivitäten jetzt entstanden. Das CGI ist so stark wie nie zuvor und wir freuen uns jetzt auf deinen Vortrag. Ja, vielen herzlichen Dank, sehr geehrte Vizerektorinnen, liebe Anna, liebe Ulrike, liebe Levke, liebe Gundula, liebe Kolleginnen, liebe Freundinnen, liebe Gäste, liebe Angehörige. Ich freue mich sehr, dass Sie trotz der Hitze und trotz neuerlicher Maskenpflicht hier heute indoor erschienen sind und ich freue mich auch sehr, obwohl das mit den Masken wieder gar nicht so einfach ist, einige Kolleginnen zu sehen, die wir lange nicht mehr gesehen haben, aber die hier im Kontext, glaube ich, des CGI sehr wichtig sind. Anna Appelt etwa, die Vorgängerin von Gundula Ludwig, Max Preglau ist da. Ich habe hinten auch eine ehemalige Landesrätin gesehen, Christine Bauer. Also ich freue mich sehr, dass wir hier so eine illustre Festversammlung tatsächlich zu Semesterende noch zustande gebracht haben, aber gleichzeitig kann uns das nicht überraschen bei der Wichtigkeit und Bedeutung des Anlasses, um den es heute geht. In gewisser Weise, ist ein bisschen mein Gefühl, kommt so ein Prozess zu einem Ende, was nichts heißt, dass es Schluss ist, aber also gewissermaßen zu einem Zwischenende vielleicht, der vor 3,5, 4 Jahren begonnen hat. Ich habe bei mir noch mal im Laptop nachgeschaut, wann wir die ersten wilden Skizzen gemacht haben zur Gründung dessen, was wir eben jetzt CGI nennen. Ich glaube, das ist im Herbst 2018 gewesen. Leider sind viele Kolleginnen, die damals an den Überlegungen beteiligt waren, Cordula Schneck ist schon erwähnt worden, Michaela Ralser, Heike Welte, Wolfgang Meixner sind leider jetzt gerade nicht da, sei es, dass sie schon im Urlaub sind, sei es, dass sie nebenan hier in einer Senatssitzung noch
über den nächsten Rektor, Rektorin brüten oder Ähnliches. Aber diese Kolleginnen sollten wir alle irgendwie auch im Hinterkopf behalten bei dieser Veranstaltung, weil die sehr wichtig gewesen sind für diesen Prozess, der dann eben im Herbst 2019 in die Gründung des Centers für interdisziplinäre Geschlechterforschung Innsbruck, CGI, mündete. Keine Neugründung, wie Sie schon gehört haben, keine Gründung aus dem Nichts heraus, ganz im Gegenteil, aber doch der Versuch nach dem Weggang von Nikita Dawan, der Vorgängerin von Gundula Ludwig, die Geschlechterforschung an der Universität Innsbruck, und zwar ganz entgegen dem internationalen Trend. Ich glaube, das muss man nochmal deutlich sagen. Und Gundula, du hast dazu ja einiges auch gesagt, auch vor allem im Hinblick auf Rechtspopulismus und die Funktion von Antigenderismus im wachsenden Rechtspopulismus, ganz entgegen dem internationalen Trend, die Gender Studies hier an der Universität Innsbruck institutionell noch besser abzusichern, als sie es bisher gewesen sind, sie institutionell aufzuwerten, auch gleichzeitig durch diese Gründung und nach innen und nach außen besser sichtbar zu machen noch und zu vernetzen und damit eben auch insgesamt die Diversitätsagenten der Universität zu stärken. Sie wissen möglicherweise, dass das auch belohnt wurde mit dem Diversitas-Preis des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung im Jahr 2020, worüber wir uns alle und die Uni sehr gefreut haben und was, glaube ich, eine schöne Auszeichnung dafür ist. Das ist der Teil der Geschichte, den Sie jetzt auch schon kannten und der gewissermaßen auch die Fortsetzung und Stärkung eben des Bestehenden ist. Es gibt aber einen weiteren Teil der Geschichte, weshalb wir eben hier die Freude haben, heute eine Doppelantrittsvorlesung abhalten zu können, was ja auch nicht so oft vorkommt. Und dieser zweite Teil ist eben auch besonders erfreulich für die philosophisch-historische Fakultät, weil das Institut für Geschichtswissenschaften und europäische Ethnologie damals in diesen Diskussionen in der Zeit, als es um die Gründung des CGI ging, gewissermaßen hereingesprungen ist und ist durch die Bündelung von Kräften und Ressourcen gelungen ist, gemeinsam mit dem Rektorinnen-Team damals eine neue Paragraph 98 Professur für Geschlechtergeschichte zu schaffen, die halb dem Institut für Geschichtswissenschaften und halb dem neu gegründeten CGI zugeordnet ist und dort eben die Professur von Gundula für sozialwissenschaftliche Theorien der Geschlechterverhältnisse unterstützt. Ich nehme an, dass allen im Raum, die wissen, wie es so um Universitätspolitik bestellt ist, um Ressourcenverteilung etc., dass es keine Banalität ist, in diesen Zeiten in den Geisteswissenschaften vor allem eine neue, volle Professur, eben eine Paragraph 98 Professur mit allem, was dazugehört, in die Welt zu bringen. Und umso erfreulicher ist es eben, dass das hier in diesem Kontext gelungen ist. Und das zeigt eben, glaube ich, auch nochmal, wie viel Dynamik damals dahinter war und Ernsthaftigkeit und ein Bewusstsein, hier wirklich etwas, eine Setzung vornehmen zu wollen, nach innen und nach außen, auch des Rektorinnen-Teams und von allen, die daran beteiligt waren. Und es freut mich sehr, dass es gelungen ist, Levka Haders auf diese neue Professur für Geschlechtergeschichte zu berufen, die sie nun seit September 2021 innehat. Und daneben ist sie, wie bereits auch schon erwähnt, stellvertretende Leiterin neben Gundula der Forschungsplattform Center Interdisziplinäre Geschlechterforschung Innsbruck. Übrigens, auch das für die historischen Annalen und für die beteiligt waren, interessant, ein Berufungsverfahren, das wir komplett virtuell durchgeführt haben, von Anfang bis Ende während der Corona-Zeit. Auch das keine Kleinigkeit, weil diese Berufungsverfahren nach § 98 so ziemlich das Komplexeste sind, was an Verfahren so bekannt ist an diesen
Unis und man ja, ich möchte jetzt nicht sagen, ungern die Katze im Sack kauft. Also Sie führen eben ein Verfahren durch, in dem Sie dann die Kolleginnen immer nur auf diesen kleinen Kästchen gesehen haben und ansonsten wenig gespürt haben. Das ist, gut, wir kannten uns vorher, das hat vielleicht geholfen, aber das ist auch keine Kleinigkeit und das gilt eben in diesem Verfahren bis zum Schlusspunkt, also bis zur Verhandlung mit dem Rektor. Auch ein ganz wichtiger Moment natürlich in diesem Verfahren, weil alles festgezurrt wird, Ressourcen verteilt werden etc. Und wirklich von Anfang bis Ende ist dieses Verfahren virtuell durchgeführt worden. Wir hatten eine glückliche Hand, auch im Virtuellen, wie man sieht. Aber auch das ist, glaube ich, für alle, die beteiligt gewesen sind, eine spannende und interessante Erfahrung gewesen. Lewke, ich wurde noch mal darauf hingewiesen, mit 3e, Lewke, ich sage es sonst meistens falsch, aber du lässt mir das sonst immer durchgehen, danke. Lewke hat in Berlin Germanistik, Geschichte, Kulturwissenschaften und Gender Studies studiert. Sie wurde vom Evangelischen Studienwerk Felix gefördert und verbrachte 2 Auslandssemester an der New School for Social Research in New York City. 2011 wurde sie an der Humboldt-Universität zu Berlin promoviert. Sie war dort vor allem als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Wissenschaftsgeschichte bei Rüdiger vom Bruch tätig, etwa im Rahmen des DFG-Schwerpunktprogramms Wissenschaft, Politik und Gesellschaft, was damals ein riesiges Unternehmen war, auch um das Jubiläum der Humboldt-Universität herum gestrickt. Sie war aber auch assoziiertes Mitglied im Graduiertenkolleg Geschlecht als Wissenskategorie und leitete ein Jahr lang die akademische Repräsentanz der Humboldt-Universität zu Berlin in New York. Zwischen 2008 und 2021 war sie dann an der Universität Bielefeld beschäftigt, vor allem im Arbeitsbereich Geschlechtergeschichte bei Martina Kessel. Und ich freue mich ganz besonders, dass Martina Kessel heute aus Bielefeld extra zu diesem schönen Anlass auch hergekommen ist. Danke dir dafür und herzlich willkommen auch hier in Innsbruck. Später war sie auch am Interdisziplinären Zentrum für Geschlechterforschung dort engagiert und von 2010 bis 2013 Geschäftsführerin der Bielefeld Graduate School in History and Sociology. Zuletzt arbeitete sie dort an einem selbst eingeworbenen DFG-Projekt mit dem Titel Geschichten von Fremdheit und Zugehörigkeit, Migration als Aushandlungsprozess in westeuropäischen Grenzregionen 1815 bis 1871. Und in diesem Zusammenhang verbrachte sie 2019/20 auch einen Forschungsaufenthalt am Deutschen Historischen Institut in Washington, D.C. In ihrer Dissertation, betreut von Rüdiger vom Bruch und Gabriele Metzler, beschäftigte sich Lewke Hadas mit einer Disziplin und gleichzeitig Geschlechtergeschichte der American Studies. Sie betreibt darin, könnte man sagen, eine geschlechtersensible Wissenschaftsgeschichte. Mit Hilfe sozialhistorischer und diskursanalytischer Methoden untersucht sie die Genese, Strukturen, Institutionalisierung, Akteurinnen und Themen der American Studies und die geschlechterspezifischen Differenzierungen der disziplinären Wissensproduktion. Schon in ihrer Magisterarbeit wurde der Grundstein dafür gelegt. Da hat sie sich mit den Promovendinnen des Berliner Germanischen Seminars 1919 bis 1945 auseinandergesetzt. Derzeit arbeitet sie an einem Manuskript mit dem Titel, das geht zurück auf das DFG-Projekt, Narratives of Foreignness and Belonging, Migration as a Discursive Process in Western European Border Regions, eben hervorgegangen aus dem bereits genannten DFG-Projekt, in dem es um Überschneidungen von Migrationsbiografieforschung geht, Intersektionalität und Kollektivbiografik, Konzepte von Belonging, Inklusions- und Exklusionsprozesse und Grenzziehungen und Grenzüberschreitungen, vor allem im 19. Jahrhundert, vor und während der Nationalstaatsbildung und der Modernisierung europäischer
Gesellschaft. Sie sehen, Lefka Haders Schwerpunkte in der Forschung wie auch in der Lehre sind Geschlechtergeschichte, Migrationsgeschichte, Biografieforschung und Wissenschaftsgeschichte, jeweils vor allem vom 19. bis ins 20. Jahrhundert im europäischen und nordamerikanischen Kontext sowie Theorien der Geschichte und Geschlechterforschung. Sie versteht dabei, und das ist, glaube ich, besonders wichtig auch für uns hier an den historischen Instituten, sie versteht Geschlechterforschung, das ist vor allem wichtig für das CGI, als selbstverständlich transdisziplinär und Geschlechtergeschichte selbstverständlich als Teil der allgemeinen Geschichte, nicht als eine abgegrenzte und isolierte Ghetto-Geschichte, die man irgendwo am Rande unterbringt und fern von allem anderen betreibt, sondern die eng verstrickt ist mit allen anderen Geschichten gewissermaßen, die es zu erzählen gibt. Ihre Arbeit ist eng verknüpft mit dem, was wir gerne Third Mission nennen, was aber in jedem Fach, wie Sie wissen, und auch in verschiedenen nationalen Kontexten ganz Unterschiedliches bedeuten kann. Geschlechterforschung und Geschlechtergeschichte sind allerdings von allem Anfang an eng verknüpft, natürlich mit Frauenbewegungen, mit zivilgesellschaftlichen und aktivistischen Kontexten, verbunden mit Kämpfen, politischer Arbeit, auch Kunst und Kulturproduktion und gehen nicht zuletzt auch aus diesen hervor. Und dementsprechend ist Lefka Haders auch eine sehr der Öffentlichkeit zugewandte Historikerin, die immer wieder den Austausch sucht. Dies ist belegt durch zahlreiche Ausstellungsprojekte, etwa in die sie involviert gewesen ist. Ich werde sie jetzt hier nicht aufzählen, aber auch etwa durch ihre regelmäßige Tätigkeit als Bloggerin in ihrem Webblog Migration and Belonging oder auch mit ihrem Instagram-Account zu Geschlechtergeschichte und Gender Studies oder auch ihrem Twitter-Account. Ich bin leider kein Twitter-Nutzer, aber Sie finden das unter twitter.com Lefka Haders. Und in unserer am Samstag, Anna Buchheim hat darauf hingewiesen, in unserer am Samstag zu Ende gehender Woche der Vielfalt hat sie bereits mit Studierenden in einer Lehrveranstaltung einige tolle, auch der Öffentlichkeit zugewandte Projekte realisiert zu Fragen von Diversität, etwa Sendungen für das Freie Radio in Innsbruck-Freirad, kritische Stadtspaziergänge, auch Blogs etc. Und weiterhin geplant von ihr sind Lehrforschungsprojekte zur queeren Geschichte Innsbrucks, historisch-künstlerische Interventionen zu Denkmälern und ihren Geschlechtersymboliken oder auch besonders wichtig für uns, zu einer vielfältigen Universitätsgeschichtsschreibung. Liebe Lefke, ich freue mich sehr, dass du den Weg zu uns hier nach Innsbruck während dieser Corona-Jahre gefunden hast und dass du jetzt hier nicht nur das Team des CGI und der Geschlechterforschung, sondern eben auch die Geschichtswissenschaften in ihrer ganzen Breite, nicht nur am Institut für Geschichtswissenschaften, sondern an allen drei Instituten, die hier Geschichtswissenschaften betreiben, verstärkst und unterstützt und dafür sorgen wirst in Zukunft, dass die Geschichtswissenschaften in Zukunft noch besser verstrickt werden mit der Geschlechterforschung. Alles Gute dafür für die nächsten Jahre. Herzlichen Dank und damit überlasse ich dir das Podium zu deinem Vortrag mit dem sehr schönen Titel, muss ich sagen. Wissenschaft ohne Geschlechtergeschichte ist möglich, aber sinnlos. Sehr geehrte Vizerektorinnen, liebe Frau Buchheim, liebe Frau Tanzer, sehr geehrter Herr Dekan, lieber Dirk, vielen Dank für die wirklich nette Einführung. Liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Über den heutigen Abend freue ich mich sehr und noch mehr, dass ihr dabei seid. Die Wissenschaftsphilosophin Donna Haraway schrieb 2016, Zitat, "Nothing is connected to everything. Everything is connected to something." Nichts ist mit allem verbunden und alles ist mit etwas verbunden.
Im übertragenen Sinne ließe sich also sagen, dass Menschen, Dinge und Ereignisse in der Geschichte miteinander und mit Geschlecht verbunden sind. Geschlechtergeschichte diesem Konnex nachgeht. Das Zitat weist auch darauf hin, dass WissenschaftlerInnen in Beziehungen unterwegs sind, und zwar in Vergangenheit und Gegenwart. Deswegen gibt es Referenzsysteme, deswegen zitieren wir, denn als Forschende befinden wir uns auf den Schultern von Riesinnen. Ebenso prägen private und kollegiale Beziehungen unsere Arbeit. Daher möchte ich gleich zu Beginn Dank aussprechen. Danke an die Menschen, die meinen Weg unterstützt und begleitet haben. Ich mache das sozusagen chronologisch. Heike, Jochen, Silja und Una Haders, Gregor Ohlerich, Rüdiger von Bruch, der leider schon verstorben ist, Martina Kessel, die heute hier ist, Veronika Springmann und Ulrich Prehn. Und hier in Innsbruck schätze ich mich glücklich, sowohl am Institut für Geschichtswissenschaft und Europäische Ethnologie als auch am Center Interdisziplinäre Geschlechterforschung mit Gundula Ludwig und dem CGI-Team, die sitzen jetzt hier überall verteilt, in produktive Beziehungen eingebunden zu sein. Danke. Der Titel meines Vortrags lautet: Wissenschaft ohne Geschlechtergeschichte ist möglich, aber sinnlos. Ich werde nicht skizzieren, wie Wissenschaften ohne Geschlechterforschung aussehen, nämlich ziemlich langweilig. Erfreulicher und weiterführender ist es, zu zeigen, warum Geschlechtergeschichte und Geschlechterforschung essentieller und existenzieller Bestandteil der Wissenschaften sind. Darüber ließ sich freilich eine ganze Vorlesungsreihe machen oder ein dickes Buch schreiben, aber keine Sorge, ich werde in der gebotenen Kürze punktuelle Einblicke in die Vielfalt und Produktivität der Geschlechtergeschichte geben. Anders als die immer noch verbreitete Vorstellung, dass es sich bei Geschichte um die Nacherzählung einer wahren historischen Begebenheit handelt, dass Geschichtswissenschaften Kohärenz, Kausalität und Einheit herstellen, plädiere ich mit der Geschlechtergeschichte gegen die Vereindeutigung und für Vielfalt, für multidimensionale Perspektiven und Perspektivierung als theoretisch und methodologische Grundlegung. Dazu gehe ich jetzt in drei Schritten vor. Ich fasse zusammen, was Geschlechtergeschichte kann, danach, was sie sollte, und formuliere schließlich ein Fazit. Geschlechtergeschichte, was kann sie? Die Frauen- und Geschlechterforschung im Bereich der Geschichtswissenschaften ist, und es wird Sie nicht überraschen, dass ich als Geschlechterhistorikerin das denke, eine zentrale wissenschaftliche Revolution in den Geschichtswissenschaften. Geschichte hat sich als akademisches Fach seit dem 18. Jahrhundert entwickelt. In diesen letzten rund 200 Jahren haben Historikerinnen beharrlich das Fach verändert, besonders aber seit der Etablierung der Frauen- und Geschlechterforschung in den 1960er, 70er Jahren. Feministische Geschichte hat unter anderem Frauen als Akteurinnen in der Geschichte sichtbar gemacht, Geschlecht als Ungleichheitsdimension in Gesellschaften untersucht, damit Geschlechterverhältnisse als Macht- und Ungleichheitsverhältnisse analysiert, und zwar auch schon früh im Kontext von Antisemitismus und Rassismus, und zuletzt, nicht zuletzt, das Fach Geschichte theoretisch und methodisch erheblich vorangebracht. Erkenntnisse der kritischen Geschlechtergeschichte diskutiere ich jetzt an einem anschaulichen Beispiel. Was sehen wir heute hier? Was sahen Menschen um 1900 in diesem Bild? Und was sagt die Frauen- und Geschlechtergeschichte zu dieser historischen Quelle? Wir haben es ja geradezu mit einer klassischen sexistischen Abbildung zu tun. Eine nackte Frau im Bade, eine weitere im Bademode und drei Männer, deren Blicke, ähnlich wie der des imaginierten männlichen Betrachters, die Frauen auf ihre Körper reduzieren und zu verfügbaren Objekten machen. Frauen- und Geschlechtergeschichte hat in den letzten Jahrzehnten Quellen wie diese kritisch analysiert. Sie hat zudem das androzentrische Denken der Geschichtswissenschaften dekonstruiert. Sie hat thematisiert, dass das Fach mit Material wie diesem lange Zeit nichts anzufangen wusste, und sie hat damit zu einer epistemischen Veränderung beigetragen, auch der Institution, in deren Rahmen ich heute spreche. Ich vergrößere nun das Bild und zeige die ganze Postkarte.
Der von mir gewählte erste Ausschnitt steuert erheblich den Blick. Das Gesamtbild verändert den Eindruck, auch wenn die Szene Aushebung zur Marine besonders deutlich sexistisch funktioniert. Die kolorierte Bildpostkarte trägt den Titel Zur Frauenbewegung, Zukunftsbild, in Anführungsstrichen, Marine. Und sie ist 1907 im Deutschen Reich gelaufen. Sie steht in einer Reihe ähnlicher Motive über Frauen in der Infanterie oder Kavallerie. Die sozusagen humoristische Bildergeschichte beginnt in der Mitte mit der eben gezeigten Aushebung, geht dann links unten weiter mit der Vorbereitung, die Rekrutinnen üben Schwimmen. Es folgen links oben Übungen an der Takelage und rechts oben die erste Ausfahrt. Die Geschichte endet rechts unten mit Matrosinnen auf Urlaub. Auf die Elemente und Motive, die zeitgenössisch lustig sein sollten, gehe ich nicht weiter ein. Sie werden bei der Betrachtung schnell deutlich. Als Gesamtdarstellung, wie in den einzelnen Bildern, illustriert diese Bildpostkarte unterschiedliche Aspekte der Analysekategorie Geschlecht. Dass sich Schönheitsideale historisch verändert haben, ist sofort offensichtlich. Die Abbildung zeigt genauso deutlich, dass hegemoniale Männlichkeit im Deutschen Kaiserreich als militärische Männlichkeit konzipiert wurde. Es gibt nur einen einzigen Mann als Zivilist auf den Bildern. Und diese militärische Männlichkeit verschärfte sich im Verlauf des 20. Jahrhunderts, wie wir wissen. Zurück zur Bildergeschichte. Nach der Aushebung folgen die Schwimmübungen. Dabei fällt auf, dass die Frauen, sehr unüblich für 1907, Hosen tragen und dass eine Frau die Neuankömmlinge unterrichtet, während ein Mann links am Rande die Übungen beaufsichtigt. Diese Emanzipation oder Selbstständigkeit, wie die Hosen und eine weibliche Vorgesetzte andeuten, wird aber sofort eingehegt, sind die übenden Frauen doch angekettet. Im nächsten Bild, den Übungen an Mast- und Tauwerk, tragen die Matrosen wieder Röcke. Sie sind fröhlich und wirken nicht bedrohlich, allerdings ist die disziplinierte Ordnung des Seeschwimmens einem Durcheinander gewichen. Und die beaufsichtigen Männer schauen den Kolleginnen unter die Röcke, die Frauen sind doch vor allem wieder ein Sexualobjekt. Bei der ersten Ausfahrt ist es mit der Ordnung ganz vorbei. Es geht drunter und drüber. Nicht nur, dass drei Frauen seekrank sind, es findet auch eine heterosexuelle Paarbildung statt. Und zwar im durch und durch homosozial und hierarchisch geprägten Raum der Kriegsflotte. Die Zukunft der Marine wirkt hier für den männlichen Betrachter, für den Soldaten bedrohlich, da sich die männliche Disziplin auflöst. Zugleich werden Frauen lächerlich gemacht, professionelle Berufsausübung wird ihnen abgesprochen und so die Geschlechterordnung, in der Frauen untergeordnet werden, wiederhergestellt. Das letzte Bild auf Urlaub ist in unterschiedlicher Hinsicht irritierend. Zum einen sind die Größenverhältnisse nicht stimmig, die Frauen und Kinder wirken übergroß. Zum anderen besteht die Familie aus zwei Kindern und möglicherweise zwei Müttern. Ist der rückwärtsgewandte Blick des Zivilisten links im Bild verunsichert oder zustimmend? Diese Darstellung einer, heute würden wir vielleicht sagen, Regenbogenfamilie, gibt es jedenfalls auf keiner anderen Karte mit vergleichbaren Motiven. Auch der Titel der Karte ist mehrdeutig. Was meinte der zeitgenössische Zeichner oder Verleger mit Zukunftsbild? Zeigen die Abbildung die vermeintlichen Ziele der Frauenbewegung um 1900? Liegt dieses Ergebnis in naher oder ferner Zukunft? Soll die Karte humoristisch vor gesellschaftlichen Veränderungen warnen? Handelt es sich um einen Realitätscheck oder doch vor allem um eine männliche Fantasie? Entweder eine Fantasie, in der Frauen vor allem als Lustobjekt und Belustigungsobjekt dienen, oder ein Bedrohungsszenario, da Männer nicht einmal mehr für die Reproduktion, für die Familie notwendig sind? Die Postkarte lässt unterschiedliche Lesarten zu. Ihre Inszenierung von Geschlechterverhältnissen als Modellsituation zeigt ein Durcheinander, macht sich über Akteurinnen der Veränderung, nämlich die Frauenbewegung, lustig. Sie markiert zugleich, und das ist die Ironie von heute, dass das, was die Darstellung lächerlich macht, doch auch Kern der Frauenbewegung war und des feministischen Denkens immer noch ist, Ordnungen in Frage zu stellen. Warum braucht es für diese Quellen, für Geschichte, eine geschlechterhistorische Perspektive? Mit einem feministischen Blick können wir erkennen, dass Männlichkeit universal gesetzt wird, dass die bürgerliche Gesellschaft des 19. und 20. Jahrhunderts als männlich definiert wurde und dazu berufliche, politische und sexuelle Subjektivitäten und Lebenswelten als männlich und zugleich als Norm konstruiert wurden.
Um diese männliche Macht fortgesetzt abzusichern und zu legitimieren, braucht es die Abwertung des anderen, hier der Frauen. Dazu dient der nackte weibliche Körper im mittleren Bild, der für die Darstellung eigentlich nicht notwendig wäre, aber es dem männlichen Betrachter ermöglicht, sie schlussendlich in Sicherheit zu wiegen. Die Bildpostkarte ist ebenso im Zusammenhang zur Militarisierung der Gesellschaft des Deutschen Kaiserreichs zu lesen. Die Aufrüstung, besonders der Marine, steht im Kontext kolonialistischer und imperialistischer Politik. Sie sehen, diese Bildpostkarte ist nicht nur eine Quelle der Geschlechtergeschichte, sondern kann ebenfalls für Militärgeschichte, Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Globalgeschichte, Altersgeschichte, Mediengeschichte und so weiter verwendet werden. Wie ich an diesem Beispiel kursorisch zeige, ist Geschlechtergeschichte notwendig, um kritische Gesellschaftsgeschichte zu schreiben, und zwar für alle Epochen der europäischen Geschichte, für die Antike, das Mittelalter, die frühe Neuzeit, die Neuzeit oder Moderne und Zeitgeschichte. Die Entscheidung, die Innsbrucker Professur für Geschlechtergeschichte nicht einer historischen Periode zuzuordnen, wie in der Geschichte oft üblich, sondern sie epochenübergreifend anzulegen, ist also konsequent. Geschlechtergeschichte bzw. Historikerinnen fordern schon lange, dass Geschlecht als soziale Kategorie in allen historischen Forschungen berücksichtigt werden muss. Für das Verständnis sozialer Transformationen in Geschichte und Gegenwart ist Geschlecht eine zentrale Analysekategorie. Geschlecht verstehe ich dabei als eine relationale, interdependente Kategorie, das heißt in Beziehung zu anderen gesellschaftlichen Differenzkategorien. Um Fragen nach Herrschaftsverhältnissen und nach Transformationen stellen und analytisch bearbeiten zu können, braucht es Geschlechtergeschichte. Eine Geschichte, die Geschlecht, Klasse, Race, andere Ungleichheitsdimensionen und die historischen Akteurinnen in den Mittelpunkt rückt, bringt Veränderungen auch in theoretischer und methodischer Hinsicht mit sich. An dieser Stelle wechsle ich kurz auf die Metaebene. Die Frage nach der Erinnerung, der Überlieferung, dem Archiv, hat die feministische Historiografie aus gutem Grund von Anfang an beschäftigt. Wie gehen wir mit Leerstellen und Lücken um? Wie schaffen wir eigene Archive? Und welche Materialien nutzen wir als Quellen? Neben dem Wieder-, Neu- und Anderslesen schon erschlossener Quellenbestände erforscht Geschlechtergeschichte auch Materialien, die lange Zeit von der Geschichtswissenschaft gar nicht als legitime Quellen anerkannt wurden. Auch in diesen für die Historik so zentralen Fragen hat die Frauen- und Geschlechtergeschichte entscheidende Beiträge geleistet. Sie weist auf diese Leerstellen und androzentrische wie eurozentrische Überlieferungs- und Erinnerungspolitiken hin. Geschlechtergeschichte hat also zum Nachdenken über Theorien und Konzepte in den Geschichtswissenschaften beigetragen. Theoriebildung, Methoden, Arbeitsweisen, Fragestellung entscheidend geprägt. Auch mich als Historikerin und Geschlechterforscherin. Denn mein wissenschaftliches Arbeiten, der Prozess, wie ich Historikerin wurde, hat mit der Empirie, also den Quellen, mindestens genauso viel zu tun wie die feministische Theorie als Raum des Denkens. Geschlechtergeschichte hat auch andere Akteurinnen ins wissenschaftliche Feld gebracht. Frauen etablierten sich in diesem lange Zeit homosozial männlichen Fach, das zugleich immer nationalstaatlich konzipiert wurde und damit nicht nur männlich, sondern auch weiß, war und ist. Indem in der Geschlechtergeschichte inhaltlich über Ausschlüsse gearbeitet wird, trägt diese Reflexion dazu bei, Lehre, Kanon, Fragestellungen zu erweitern. Folgerichtig also die Forderung, dass sich Wissenschaft und Hochschulen dringend und zwingend öffnen müssen für Menschen und Themen, die lange marginalisiert und unsichtbar gemacht wurden. Eine zentrale Aufgabe der kritischen Geschlechterforschung ist es deshalb, widerständig zu bleiben und für Unruhe zu sorgen, im Fach Geschichte, an der Universität und in den Wissenschaften generell. Geschlechtergeschichte, was sollte sie? Nach der Bildpostkarte habe ich ein weiteres Beispiel mitgebracht. In dieser Quelle und in vielen ähnlichen geht es um die Frage, wie Migrantinnen und Migranten in Europa im 19. Jahrhundert zugehörig werden konnten oder fremd gemacht wurden. In den Aushandlungsprozessen zwischen staatlichen Verwaltungen und mobilen Menschen ist Geschlecht verwoben mit anderen Vorstellungen sozialer Differenz. 1855 schrieb die aus St. Petersburg stammende Lolinka Olga Blumensohn wiederholt an die Verwaltung im Herzogtum Holstein, um ihr Heimatrecht zu klären.
Ihr Status als unverheiratete jüdische Hausangestellte in Altona und Hamburg war nach dem Tod des Vaters unsicherer geworden. Jedoch, die kommunale und zentralstaatliche Obrigkeit war an ihrem Problem nicht sonderlich interessiert. In ihren mehrfachen Schreiben an die übergeordneten Behörden schilderte Blumensohn ihren Lebensweg so. Ich fasse die Briefe zusammen. Nach ihrer Geburt 1825 in St. Petersburg sei sie 1831 mit dem Vater nach Glückstadt gekommen, gelegen im heutigen Norddeutschland, früher Dänemark. Ihr Vater erwarb dort das Bürgerrecht und Grundeigentum. Sie habe mit ihren Geschwistern in Glückstadt eine neue Heimat gefunden, allerdings verschlechterten sich die Verhältnisse des Vaters, so Blumensohn weiter, sodass die Kinder auf sich selbst gestellt waren. Bisher habe sie sich ihren Lebensunterhalt durch Handarbeiten verdient. Nun jedoch habe sie eine Stelle als Gouvernante in Hamburg gefunden. Das wertet sie, Zitat, als einen glücklichen Ausgang, wie sie als einzeln stehendes Frauenzimmer, um mich endlich zu ernähren, gesonnen sei, diese Stelle anzunehmen. Um aber in Hamburg, also damals im Ausland, anfangen zu können, benötigte sie einen Heimatschein. Aber nach wiederholten Versuchen hat der Magistrat zu Glückstadt, also der Stadt, in der sie die meiste Zeit gelebt hatte, Zitat, aus nicht motivierten Gründen mich stets abschläglich beschieden und mich an die allerhöchste Gnade eurer königlichen Majestät verwiesen. Deshalb, so Blumensohn, solle der König bitte die Ratsherren zur, Zitat, schleunigsten Ausfertigung des Heimatscheins veranlassen. Sie endet, Zitat, in dem schönsten Bewusstsein, wie auch der kleinste von eurer königlichen Majestät allertreuesten Untertanen nicht von allerhöchst dero Gnade ausgeschlossen ist, verharre ich in der größten Demut die alleruntertätigste Magd L.O. Blumensohn. Bemerkenswert an diesen Quellen ist, dass eine jüdische Hausangestellte direkt mit den Behörden verhandelte, beziehungsweise sogar direkt dem dänischen König schrieb. Ihre wiederholten Bitten zeigen, dass Blumensohn von der Möglichkeit der Petition wusste, diese nutzte und einen Schreiber bezahlen konnte. Natürlich handelt es sich bei den Bittschriften um hochgradig formalisierte und funktionale Texte. Trotzdem, Blumensohn sagte als besitzlose jüdische Frau in den 1850er Jahren sehr deutlich ich. In der Bittschrift manifestiert sich ein gewisses Selbstbewusstsein, also die Gewissheit, das Recht auf diese Intervention zu haben. So definierte sich Blumensohn als ein Rechtssubjekt, und zwar zunächst quasi abstrahiert von Klasse, Geschlecht, Religion und Nationalität, mit eigener Handlungsmacht einerseits und einem Anspruch auf Rechtsschutz gegenüber dem Staat andererseits. Ihr Insistieren auf staatliche Handlung, also den Heimatschein, verweist auf den Eigensinn historischer Subjekte. Die schleppende Arbeit der Verwaltung, das staatliche Desinteresse, zeigt demgegenüber aber auch, dass Blumensohns Position in mehrfacher Hinsicht marginalisiert war. Sie war Migrantin, Frau, besitzlos, alleinstehend und als Jüdin von spezifischen diskriminierenden Gesetzen betroffen. Um zu untersuchen, wie Fremdheit und Zugehörigkeit lokal, regional und staatlich hergestellt wurden, die Regulierung von Migration, sozialen Ordnungsvorstellungen und die an diesen Prozessen beteiligten Akteurinnen zu analysieren, verbinde ich zwei Perspektiven mit Geschlechter- und Migrationsgeschichte, Intersektionalität und Belonging. Intersektionalität bedeutet, soziale Ungleichheiten als ein System miteinander verschränkter Differenzkategorien zu verstehen, wie es Theoretikerinnen des schwarzen Feminismus entworfen haben. Differenzen über die Machtverhältnisse konstituiert werden, wie zum Beispiel Patricia Hill Collins und Kimberly Crenshaw argumentieren. Geschlecht, Race, Klasse, Nationalität, Alter, Religion sind soziale Konstruktionen, um Hierarchien zu definieren und gleichzeitig Macht herzustellen. In den Geschichtswissenschaften trägt Intersektionalität dazu bei, Kategorien der Ungleichheit zu historisieren, aber auch etwas allgemeiner gedacht, über den Tellerrand des Gesagten und des Erwartbaren hinauszuschauen. Für die Frage danach, wie Zugehörigkeit hergestellt, verhindert, aberkannt wurde, konzipiere ich Belonging als theoretischen und methodischen Forschungsansatz. So kann ich Prozesse der Exklusion und Inklusion jenseits des Nationalstaats in den Blick nehmen. Das ist wichtig, da der Nationalstaat die historische Forschung zum 19. Jahrhundert weiterhin dominiert. Meine geschlechter- und migrationshistorischen Forschungen sind auf diese Weise auch Arbeit an der Theorie in und für die Geschlechtergeschichte
und die sogenannte allgemeine Geschichte. Die Positionierung von Migranten wie Blumensohn zu erforschen oder die Konstruktion migrantischer versus hegemonialer Männlichkeit zu untersuchen, also Geschlecht in die Migrationsgeschichte einzuschreiben, verändert zentrale Annahmen. Annahmen, die bisher auf der Beobachtung von migrierenden Männern basierten, ohne dass diese Eindimensionalität überhaupt hinterfragt worden wäre. Migrationsprozesse sowie Darstellung von Migration und Mobilität lassen Rückschlüsse zu auf dominante Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit, auf geschlechterspezifische Arbeitsmärkte, soziale und familiale Netzwerke, auf geschlechterungleiche Migrationsregime und staatliche Normen und nicht zuletzt auf widerständige und eigensinnige historische AkteurInnen, die sich trotz Marginalisierung gegen staatliche Migrationspolitiken wehrten oder sich diese Mechanismen aneigneten und zu ihren Gunsten nutzten. Anhand meiner Forschung zur europäischen Migrationsgeschichte des 19. Jahrhunderts kann ich zeigen, dass Aushandlungen von Zugehörigkeit auf Kernfragen der Moderne verweisen und damit auf langfristige, oft nicht lineare, sondern konflikthafte Transformationsprozesse. Durch diese Perspektive modifiziert Geschlechtergeschichte den Blick auf die europäische Moderne oder das, was wir so nennen. Sowohl das Verständnis als auch die politische Relevanz von Geschlecht, Klasse und Race veränderten sich im 18., 19. und im 20. Jahrhundert. Mit Bezug auf die feministische Wissenschaftstheorie und das Konzept des situierten Wissens und auf Arbeiten vieler Historikerinnen verstehe ich Geschlecht als relationale und intersektionale Kategorie der historischen Analyse. Es ist ein Sehepunkt, wie es Kirsten Heinsohn nennt. Ein Standpunkt, der Erkenntnisprozesse zugleich kritisch reflektiert. Auf unsere politischen und sozialen Realitäten heute bezogen heißt das, dass die Kategorie Geschlecht geschärft werden muss, und zwar in, mit und für die historische Forschung. Dies findet aktuell in unterschiedlichen Themenfeldern der Geschlechtergeschichte, der Geschichtswissenschaften und der kritischen Geschlechterforschung statt. Drei möchte ich vorstellen. Queere Geschichte. Geschlechtergeschichte befasst sich nicht nur mit Frauen, Männern und Geschlechterverhältnissen, sondern ist zugleich Geschichtsschreibung, die über binäre Geschlechterordnung hinausgeht. Es geht darum, die Herstellung von Heteronormativität historisch zu re- und dekonstruieren, lesbisch, schwul, bisexuell, trans, interqueere Geschichte zu schreiben, historische Akteurinnen sichtbar zu machen, die sich binären Geschlechterordnung widersetzt haben, wie vielleicht die Matrosinnen auf Urlaub. Queere Geschichte, Queer Theory, etabliert die Kategorie Geschlecht als instabile, als offene Kategorie. Auch ist eine geschlechterhistorische Forschungsperspektive oft eng verbunden mit postkolonialen und dekolonialen Ansätzen. Geschlechtergeschichte und Globalgeschichte stellen bisherige Periodisierungen und Schwerpunktsetzungen der Historiografie in Frage. Sie diskutieren auf inhaltlicher wie theoretischer Ebene die Problematik der Repräsentation und kritisieren die alleinige Darstellung von westlichen, weißen und männlichen Subjekten als historisch handelnden Akteuren. Feministische und postkoloniale Theorien verweisen stets darauf, dass Männlichkeit und Whiteness als grundlegende Ordnungsprinzipien global wirksamer europäischer Gesellschaften funktionieren. In einem ähnlichen Kontext stehen Forschungen über Race und Rassismus in der Geschichte. Schwarze Geschichte darf nicht nur als Teil kolonialer und Globalgeschichte geschrieben werden, sondern ist als Teil europäischer Nationalgeschichten zu verstehen. Dies bedeutet zugleich, europäische Nationalgeschichten als weiße Dominanznarrative zu dekonstruieren. Auch für die Migrationsgeschichte gilt es, Race als Analysekategorie im deutschsprachigen Raum zu stärken, um die historische Auseinandersetzung mit Rassismus, Ausgrenzung und Diskriminierung epochenübergreifend voranzutreiben und Migrationsgeschichten als Teil einer gemeinsamen Geschichte zu schreiben. Für diese und andere Fragestellungen benötigen wir offene Debatten innerhalb der Geschichte darüber, welche Themen wir als Historikerinnen mit welchen Quellen bearbeiten, wen wir zitieren und welche Marginalisierung die Geschlechtergeschichte, wie sie an Universitäten betrieben wird, selbst reproduziert. Kritische Geschlechtergeschichte schärft Geschlecht als intersektionale Kategorie und macht sie für die historische Forschung als Querschnittsmaterie nutzbar. Zugleich muss Geschlecht und müssen andere soziale Ungleichheiten immer wieder hinterfragt und dekonstruiert werden, um bestehende binäre Differenzen nicht zu reproduzieren. Neben dieser Konstruktion und Dekonstruktion geht es weiterhin zentral darum,
aktuelle gesellschaftliche Machtverhältnisse historisch zu verstehen. So kommt der Sinn in die Wissenschaften, beziehungsweise deswegen wäre Wissenschaft ohne Geschlechtergeschichte sinnlos. Dabei reicht es nicht, und das gilt auch für andere Kategorien, bei der Feststellung Gender Matters zu verharren. Wir müssen zeigen, wie Geschlecht relational Wissens- und Gesellschaftsordnung mit hervorbringt und in sie eingeschrieben ist. Das heißt, Geschlechterdifferenzen als Machtwirkung, die wir theoretisch konzeptionell erwarten, müssen empirisch fundiert werden. Sie waren und sind nicht immer gleich. Geschlechtergeschichte kann und muss genau diese historischen Machtdynamiken in den Blick nehmen. So können wir zugleich zur Dezentrierung von Geschichte zu multidimensionalen Perspektiven beitragen. Mit dieser Perspektivität geht es darum, wie die Schriftstellerin Chimamanda Adichie es nennt, sich der Gefahr der Einzelnen, der Einzigen, the danger of a single story, entgegenzustellen und stattdessen Geschichten im Plural zu schreiben. Zum Abschluss möchte ich auf die Bildpostkarte zurückkommen. Wenn ich sie in der Lehre verwenden würde, würden Studierende der Geschlechtergeschichte diese Karte zunächst lesen lernen. Zu analysieren sind Vorstellung von Männlichkeit und Weiblichkeit, damit verbunden eine binäre und heteronormative Geschlechterordnung, die auf Ungleichheiten der Geschlechter basiert und über Abbildung dieser Art beständig erneuert wird. Anschließend kann über weitere Quellen und den historischen Kontext erschlossen werden, dass diese androzentrische Geschlechterordnung zugleich eine Gesellschaftsordnung ist, die mit Nationalismus, Imperialismus und Rassismus verbunden ist. Obwohl diese Darstellung über 100 Jahre alt ist, lässt sie sich auf gegenwärtige Debatten beziehen. Die Militarisierung und Mobilmachung der Gesellschaft, wie sie diese Postkarte kurz nach der Wende zum 20. Jahrhundert legitimierte, ließe sich vergleichen mit der Militarisierung unserer Gegenwart, wie zum Beispiel an den langjährigen Debatten um die Integration von Frauen, Queeren und Transmenschen in nationalstaatlich organisierte Armeen abzulesen ist. Diese Entwicklungen werden oft als Gleichstellungspolitiken gelesen, während eine kritische Geschlechterforschung die Verwobenheit von Nationalstaat, Ungleichheiten und Gewalt aufzeigen kann. Die Lesarten der Geschlechtergeschichte machen genau diese Zusammenhänge als Herrschaftsverhältnisse sichtbar und verstehbar. Meine programmatische Perspektive zielt darauf ab, Geschlecht als intersektionale Kategorie stärker in den Geschichtswissenschaften zu verankern und Geschlechtergeschichte zugleich noch besser an aktuelle Debatten anschlussfähig zu machen, um so im öffentlichen Diskurs an Relevanz zu gewinnen. Rechtspopulismus, antidemokratischer Backlash oder sexualisierte Gewalt im Krieg, wie Gundula Ludwig es in aller Deutlichkeit gezeigt hat, sind auch in ihrer historischen Kontextualisierung zu erklären und zu verstehen. Vergangenheit in ihrer Komplexität abzubilden, ist Aufgabe aller Historikerinnen. Wir müssen fragen, wer oder was hat mit welcher Vergangenheit zu tun? Wir werden daher weiterhin über die Vergangenheit als Konzept diskutieren müssen oder besser gesagt über die verschiedenen Vergangenheiten, an denen wir arbeiten. Diese Geschichten im Plural verändern Themen, Theorien, Methoden, Quellen und die Lehre wie die Nachwuchsförderung. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, unsere Rolle als Historikerin kritisch zu überdenken, so wie es die Wissenschaftshistorikerin Ludmila Jordanova fordert. In der Geschlechtergeschichte denken wir Geschichte neu, aber immer in einem spezifischen Umfeld, das von Politik, öffentlichem Diskurs, Wirtschaft und, ich möchte hinzufügen, von einer weitreichenden Umgestaltung der Hochschulbildung geprägt ist. An der Innsbrucker Geschlechtergeschichte und am CGI geht es uns um kritische Geschlechterforschung und ihr emanzipatorisches Potenzial. Das bedeutet, sich immer wieder der Frage auszusetzen, wie wir Geschichte schreiben wollen. Und, so hat es Muriel González Atenas kürzlich formuliert, wie können wir darüber hinaus dazu beitragen, Wissenschaften zu verändern? Mit welchen Bündnissen? Dafür möchte ich die Innsbrucker Einrichtung künftig nutzen. Geschlechtergeschichte finde ich hier sowohl an 3 historischen Instituten statt, als auch in der Forschungsplattform Center Interdisziplinäre Geschlechterforschung. Dies eröffnet die Möglichkeit, sich mit Strukturen und Nachwuchsförderung zu beschäftigen. Dazu gehört zuerst eine Selbstreflexion der Wissensproduktion in der Geschichtswissenschaft selbst. Welches Wissen gilt als fachlich anerkannt und wird rezipiert? Welches Wissen nicht und warum? Welche Schwerpunkte sind für die Lehre wichtig? Mit welchen Quellen können wir arbeiten? Und vor allem, wer studiert, lehrt, forscht,
beziehungsweise wer ist nicht mehr in den Geschichtswissenschaften vertreten und warum? Neben den prekären Arbeitsbedingungen an europäischen Hochschulen sehe ich auch epistemologische, also wissenschaftsinterne Gründe. Die Geschichte als Universitätsfach in Deutschland und Österreich weist ein Beharrungsvermögen gegenüber Veränderungen auf inhaltlicher, methodischer, theoretischer, struktureller und personeller Ebene auf, das mit der weiter bestehenden Marginalisierung von Studierenden und Forschenden entlang von Race, Klasse und Geschlecht einhergeht. Vielleicht kann eine Geschlechtergeschichte, so wie ich sie verstehe, dazu beitragen, das Geschichtsstudium für ganz unterschiedliche Menschen attraktiv zu machen. Geschlechtergeschichte und Geschlechterforschung beschäftigt sich mit Machtverhältnissen und damit einhergehenden Exklusionen in Geschichte und Gegenwart. Darüber hinaus kann und muss sie zu mehr Teilhabe und Pluralität beitragen, auch wenn dies noch ein langer Prozess sein wird, bei dem wir für Kontroversen offen bleiben müssen. Jede Auseinandersetzung mit gegenwärtigen Problemen sollte immer auch eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit sein und umgekehrt. Daher, Wissenschaften ohne Geschlechtergeschichten sind möglich, aber sinnlos. Vielen Dank.